Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Doom. Ich bin der Längster und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Wir nehmen wieder mit Shadowplay auf, finde ich eine gute Sache. Scheint wohl doch nicht am Patch gelegen zu haben von Doom selbst, dass die Shadowplay-Aufnahme nicht mehr ging. Sondern, Entschuldigung, vielleicht lag es an meiner Rechnerkonfiguration. Ich habe Display Fusion, ein Tool zur Verwaltung von mehreren Desktops auf mehreren Monitoren. Habe ich da ein bisschen im Verdacht jetzt und die gute Nachricht für euch, Leute, es geht weiter mit Shadowplay, weniger Fragmente hoffentlich und das freut mich selber auch sehr. So, wir können kurz auf die Karte schauen und, oh Gott, da sehe ich schon, da sehe ich schon die nächste Herausforderung und das gleich am Anfang des Parts. Ich sehe schon kommen, die wollen jetzt hier irgendwie mache 10 360 No-Scopes in 5 Sekunden gegen den größten Dämon, den es überhaupt gibt im Spiel, ne? So ungefähr. Guck mal, da kann man... Warum kann ich denn da... Aber da waren wir doch schon. Warum habe ich denn das nicht gesehen, dass da so Sprungplattformen sind? Aber blau heißt, ich war da schon mal, oder nicht? Also dieses Spiel ist manchmal so verwirrend, das glaubt ihr gar nicht. Also die Map ist irgendwie noch ein bisschen verbesserungswürdig. Die ist ja an sich gut, die Map, aber manchmal so überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ich finde. Ist mir jetzt auch egal. Komm, wir gehen jetzt... Da hinten waren wir schließlich auch schon, ne? Wir gehen jetzt wieder hoch. Ich stelle mich der Herausforderung. Rüstung, Rauschnitt. So, seht ihr, ich bin schon auf dem Weg. Los geht's. Keine Zeit verschwenden. Schalte mit der Kampfschrotflinte alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Deine Gesundheit ist sehr niedrig. Nutze Rüstung, um zu überleben. Ja, nutze Rüstung, um zu überleben. Was, wenn du Glory Kills ausführst, kriege ich auch Rüstung? Stand da gerade noch. Schalte mit der Kampfschrotflinte. Wenn du Dämonen mit Glory Kills ausschaltest, hinterlassen sie Rüstung, okay? Moment. So, da geht's los. Zack, zack, zack. Okay. Wie geht's weiter? Danke. So. Du bist aber so ein ganz dicker gerade hier. Sechs von acht, okay. Sieben von acht, ja, geht. Boah, so einer. Nee, oder? Nee, du bist echt schwer, Mann. Warte, von hinten, komm. Ja! Oh, Entschuldigung, wieder übersteuert, ne? Aber Sodius, jetzt bist du mal persönlich angesprochen. Du hast es schon vermutet, die sind von hinten nicht so stark gepanzert und das hat mir gerade ein bisschen leichter gemacht. Ja, geil. Wenn du Dämonen mit Glory Kills ausschaltest, dann lassen sie Rüstung. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Was haben wir denn da noch für Runen gerade gehabt? Aber das dürfte ja eigentlich dafür sorgen, dass ich besser überleben kann und dass ich eventuell vorhandene Rüstungen, die schon auf der Map liegt, etwas länger liegen lassen kann. So, wir haben erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen in Gegenständen und Gegenständen findest. Das finde ich halt schon noch gut. Und außerdem habe ich hier nur noch 80 Sachen zu sammeln, dann wäre das voll. Du führst 25 Einzelne, während du Wildheit ausgerüstet bist. Wildheit 1. Ja, okay, da muss ich jetzt auch noch 6 Glory Kills machen, das behalten wir. Das bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. So, wenn wir jetzt... 2500. Sammle 2500 Rüstungspunkte. Ja, ich nehme das gleich mit. Scheiß auf das andere, oder? So, was haben wir hier jetzt? Guck, oh, 9 Punkte habe ich. Guck dir das doch mal an. Der Strahl verfügt jetzt über verheerenden Trefferbereich um sich herum. Das will ich haben. Das will ich auch haben.
ermöglicht Bewegung trotz Belagerungsmodus. Ja, das will ich haben. Tötet 10 mal 3 oder mehr Dämonen mit einem Belagerungsmodus-Strahl. Alles klar. So, da gucken wir schnell nochmal hier. Das Gauss-Gewehr. Das Gauss-Beschleunigungsdesign wurde von der UAC viele Jahre als Grundlage für zahlreiche Industrieprojekte verwendet, wie den Agent Tower. So, da habe ich aber gerade festgestellt, Felddrohnen, die sobald die Waffenmod gefunden wurde. Oh Scheiße, jetzt habe ich. Na, obwohl die Mod habe ich wahrscheinlich schon, ich habe sie nur noch nicht benutzt, oder? Sehe ich das richtig, dass ich das freigeschalten habe? Weil mir kommt der Text hier gerade sehr bekannt vor. Naja, müssen wir mal gucken. Wieder Futter für Green, ne? Der geht ja dieser Thematik nach, warum sich die Map verändert und alles so komisch ist und ich immer so verwirrt bin, ne? Finde ich gut. Forsche da mal weiter, bis wir Erkenntnis haben. Das ist jetzt hier mein Forscherteam. Ja. Ja, genau. Wir müssen diesen. Ihr erinnert euch, so eins von diesen Hundeviechern hat doch, glaube ich, hier so eine Schlüsselkarte. Beziehungsweise hat wieder so eine Leiche mitgeschleppt. Und diese Leiche hat vermutlich dann meine Schlüsselkarte. Munition hätte ich sehr gerne. Was? Bin ich jetzt überall voll oder was? Gut, da drüben könnte man drauf. Hier unten könnte man auch nochmal gucken. Ja. Ja, komm. Ja, wie jetzt? Mensch. Aha, aha, aha. Ich glaube, das ist der ganz normale, reguläre Weg. Oh, 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 oh! Oh, Gott sei Dank. Na klar, das ist ja hier eigentlich. Ah, okay, da oben. Da ist dann so eine Kiste. Die will ich natürlich haben. Ah doch, die ist eingezeichnet. Ich glaube aber, dass ich von der anderen Seite dran muss, ne? Dass wir wahrscheinlich irgendwie hier dann da hinkommen. Okay, okay, okay. Behalten wir mal im Auge. Wir hüpfen hier wieder rüber und hüpfen hier noch einmal rüber. Jetzt sind wir nämlich schon ein Stückchen höher, ne? Bin ich jetzt schon hoch genug? Vielleicht, wenn ich jetzt hier nochmal hochgehe und dann hier auch nochmal. Und vielleicht gehen wir hier auch nochmal ganz schnell hoch. Und jetzt können wir nämlich. Jawohl! Haha, ha. Da ist er. Hallo, Kugel! Was war das nochmal? Achso, jetzt krieg ich wieder mehr Leben oder so. Wie sieht denn das aus eigentlich mit meinem Leben? Will ich mehr Munition oder? Nee, mehr Rüstung. Ist auch cool, oder? Machen wir es auf 200 schon mal. Ich ziehe die Rüstung nochmal nach, dann haben wir alles auf dem gleichen Niveau erstmal, oder? So. Ich denke mal, am Ende haben wir eh alles voll, ne? Vermute ich jetzt mal. Soll ich da jetzt nicht wieder hoch? Achso, meine Freunde. Eins noch. Ich war gestern in Warcraft. Und ich weiß nicht, bin ich jetzt so krass Fanboy oder nicht, aber ich finde diesen Film grandios. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Gibt so zwei, drei Momente, da kann man sicherlich mal die Nase rümpfen und na, ist ein bisschen komisch. Aber ganz allgemein, dieser Film ist ja so Fanservice pur. Also wer auch nur ein bisschen WoW gespielt hat, der wird diesen Film so mögen. Das ist einfach genial, was da an Wiedererkennungswert drinsteckt. Das ist mal wirklich ein richtig gut gelungener Film zu einem Computerspiel. Und hier, warte mal, ich bin doch gar nicht oben. Ich rede gerade von Filmen, Mann. Ja, okay, dann nehmen wir die Dicke, ne? Wenn du's willst. Ah. Oh, jetzt habe ich den Falschen erschossen. Lol. Ja, da guck da. Bam. Da guck da. Da ist der Arm ab. Ha. Ah, den habe ich nicht so gut getroffen. Dafür habe ich ihn jetzt richtig getroffen, ne? Ach komm, dann nehmen wir doch mal hier unsere Zirpe, oder? Zack. Zack. Oh, weg, weg. So. Und ja, also dieser Film ist einfach genial. Von kleinen Details auf der Rüstungen
über Bücher, die aussehen wie im Spiel, über Aufzeichnungen bis hin zur gesamten Geografie von Gesamt-Azeroth. Ja, im Film wird es Azeroth, nicht Azeroth genannt, weil alles eingedeutscht ist. Also da gibt es dann so eine Landschaftsaufnahme, da sieht man dann rechts Sturmwind und dann sieht man das Brachland und den Wald von Elwynn und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, es ist genial. Dann geht die Kamera einmal in Ironforge rein und ich schwöre euch, das sieht genauso aus wie im Spiel. Das ist so genial gemacht und es sieht so gut aus. Und endlich mal ein Film, der sich traut, wirklich gewaltige Magie zu zeigen. Ja, da scheuen sich ja viele vor. Selbst bei Herr der Ringe wird das ja sehr inflationär eingesetzt. Ich erinnere da nur an die großen Adler, die der Gandalf ja manchmal rufen kann, die aber eigentlich so gewaltig und so stark sind, dass man die halt sehr wenig sieht im Film. Weil man, ja, man hat irgendwie den Eindruck, da kommt so eine Orca-Armee und wenn der Gandalf die Adler ruft, dann hat er eh gewonnen. Ne? Aber genau diesen Eindruck hat man bei Herr der Ringe nicht. Da tauchte dann Medivh auf. Das sagt euch bestimmt was, ne? Medivh, Warcraft 3, wichtige Figur. Der Korrumpierte dann und was der für wahnsinnig geile Zauber hat und der muss die dann auch erstmal 3 Minuten lang kanalisieren, bevor der losgeschossen wird und boah, ich bin wirklich gehypt von diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles, was da im Vorhinein schlecht geredet wurde an dem Film, kann ich persönlich mit meinem Geschmack, das ist meine persönliche subjektive Meinung, überhaupt nicht bestätigen. Auch die CGI-Effekte und überhaupt die Masken, das sieht so gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Es sieht aus wie Warcraft und das ist halt das Wichtige. Jetzt sollte ich mir mal eine Waffe nehmen, die hier auch ein bisschen Widerstand leistet. Ne? Oh, Triff! Oh, Triff! Warte mal, ich will jetzt mal hier... Wo habe ich denn meine... Wo habe ich denn die... Wo habe ich die denn hingemacht? Bin ich so? Da ist sie doch. Die wollte ich haben. Weil wir wollen jetzt mal hier schon... Jetzt wollen wir mal den großen Schuss sehen. Ne? Den großen Wurf sozusagen... Oh, das war's noch nicht. Schnell, 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 sterbe gleich, schnell! Was ist das jetzt? Ich check diese Waffe nicht. Gründlich muss das sein. Okay, irgendwas habe ich gerade bekommen. Oh, 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 da, warte mal, jetzt wird's aber doch wieder eng hier, ne? Was machen wir jetzt? Oh, nee, hör mal auf jetzt. Schlimmer, schlimm sie mal. Oh, ich habe meine Waffen nicht mehr im Auge. Ja, dann müssen wir es halt mit dem machen. So. Ey, was schießt denn hier schon wieder auf mich? Da ist ja noch so einer, Mensch. Ich hab doch hier gerade dein... Da ist ja noch 2. Mensch. Ich hab euch gar nicht eingeladen. Ah, erst vor den hinteren, ne? Bisschen... Ah, ich treffe ihn halt nicht. Na, machen wir doch erst vor den weg. Sonst sterbe ich vielleicht doch noch. Ah, ich wollte doch. Ach, Mann. Aber dich kriege ich, oder? Nee, doch. Gott sei Dank. Oh. Ja, Warcraft halt, ne? Oh nein, jetzt hab ich... warte mal, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. So, was habe ich jetzt? Was habe ich denn jetzt? Speed oder sowas, ne? Ist mir egal, komm. Hau drauf. Hau einfach drauf. Alles, was du hast. Sehr gut. Und nu? Hallo? Ach, guck mal. Zack. 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 Oh. So, habe ich geschafft, wa? Geil. Ja, Leute, geht in Warcraft. Geht rein. Das ist ein wunderbarer Auftakt. Dieser Film muss Erfolg haben. Ich will mehr davon. Und, geht wirklich ins Kino. Ich finde... Das ist einer der wenigen, also für mich persönlich, das ist jetzt meine subjektive Meinung. Ich bin jetzt nicht so der World of Warcraft-Nerd, aber ich habe Warcraft 3 geliebt und ich mag auch die Story. Und ich fand es super genial. Ne? Und der Film muss Erfolg haben, ich will die volle Trilogie haben. Und ihr könnt dabei Unterstützung bieten. So, jetzt müssten wir doch hier mal bald diese blöde Schlüsselkarte finden, ne? Das sieht doch gut aus. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ja, ja, jetzt ist die Frage, muss ich dann nochmal zurück mit der Schlüsselkarte? Achtung, Kernhitze, Obergrenze. Schön.
Was ist denn mit dir? Ach, das kann man doch eigentlich. Da kann man doch eigentlich. Jetzt steht da wenig Munition, ist das kacke, ey. Aber ich brauche eine sehr filigrane Waffe, damit ich hier irgendwie einen schicken Screenshot draus schneiden kann. Aber ach, so viel Bildschirmeinblendung hier, was ist denn das? Oh. Müssen wir es halt. So. Na, das wird wahrscheinlich das Thumbnail. So, dann. Was muss ich denn jetzt hier machen? Vielleicht habe ich jetzt auch ein schickes Bild mit Sumpfeil. Du kannst der Samuel. Kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Ah, hier sehen wir jetzt, glaube ich, wie Samuel langsam etwas übermütig wird und selbst seine treuen Verbündeten verärgert, die sich wahrscheinlich später sogar von ihm abwenden. Mal gucken. Vielleicht wollen sie ja beide. Also ich bin mir im Moment ziemlich sicher, dass Samuel seine starke Gestalt gewählt hat, um eine Möglichkeit zu erhalten, selbst die Kontrolle der Hölle an sich zu reißen, oder? Gestattet. Lasst uns doch mal bitte kurz gucken. Siehst du, da ist nämlich schon so ein Mannequin. Und da unten drunter ist auch noch irgendwas. Und eine gelbe Tür. Aber ich muss, glaube ich, eh da runter. Weil hier geht's ja weiter, ne? Das sieht aber aus wie eine krasse Arena hier, muss ich sagen. Was fehlt mir denn noch? Zwei von den Dingern. So, da sehe ich eins. Naja, eins sehen wir schon mal. Da unten ist noch eins. Eine Agent-Zelle haben. Ja, den Rest habe ich doch eigentlich. Ne? Zwei Extras, also eine Pippi fehlt mir noch. Und wahrscheinlich noch eine Pippi, oder? Ja, und der verdammte Doom-Raum, der Schalter, den habe ich ja auch noch nicht. Ey, dieses Level ist schon wieder ganz schön. Jetzt geht's da aber runter. War ich da gerade drin oder was ist da jetzt los? Erstmal müssen wir hier hoch. Oh, und bitte mit Brofist. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Och man. Scheiß patriotischer, amerikanischer Puppenmüll da, oder? Mach doch mal eine Brofist. Ist doch viel cooler. So, darf ich da jetzt rein? Aber ich bin doch gerade da gewesen. Warum habe ich das da nicht gelesen? Ach, da liegt's doch, Mensch. Ah, hier, guck mal, ne? Der zweite Eintrag für den Kacko-Dämon, für den Kacke-Dämon, oder was? Das ist ja Kacke, oder? Guck mal, was ist der für. Das erinnert mich hier gerade an. Nimm meine starke Hand, ne? Der hat ja auch so Krüppelhände. Wenn der Kack-Dämon, Entschuldigung, die Anwesenheit der Lebenden spürt, verfolgt er sie gnadenlos, bis er nah genug heran ist, um mit seinen mächtigen Beißwerkzeugen nach ihnen zu schnappen. Bei der Jagd hilft dem Kackdämon seine psychoaktive, betäubende Gallenflüssigkeit, die er über beachtliche Distanzen spucken kann. Trifft die Galle, wie die Wahrnehmung des Opfers verzerrt, was? Trifft die Galle? Wird die Wahrnehmung des Opfers verzerrt und seine Bewegung eingeschränkt. Der Effekt hält zwar nur kurz an, oft genügt dieser kurze Zeitraum der schwerfälligen Bestie aber, um an ihre Opfer heranzukommen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass der mich langsamer macht. Der spuckt mich also an. Ich ruf mal so, spuck ich zurück. So das Lama der Hölle. So. Ja gut, wenn es jetzt eh runtergeht. Jetzt muss ich mal aufpassen, da könnte es eine Zwischenebene dann geben, ne? Wo ich dann. Sehe aber keine. Keine Möglichkeit zumindest. Ah doch. Hallo.
Guck mal, da habe ich ja schon wieder zwei Stück hier. Was machen wir denn da? Was kann ich denn hier nochmal mit meinen Granaten machen? Ausrüstungssystem. Ja, das finde ich gut. Achso, es kostet aber sehr viel. Verstärker. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken. Geschicklichkeit. Du greifst schneller nach Vorsprüngen. Ja, das ist doch alles Bockmist. Ja, dann mache ich das Ausrüstungssystem noch voll und warte, bis ich noch zwei habe. Das ist doch alles. Was ist da drüben? Da ist ein Loch im Boden. Scheiße. Wo könnte denn eigentlich hier noch das Classic-Level sein? Ja, irgendwo in der unteren Ebene wahrscheinlich, ne? Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich ein bisschen zurückzugelangen. Ne? Jetzt sind wir ja wieder hier unten. Mal gucken, wo uns das Spiel hinführt. So. Wir sollen da durch. Das habe ich gecheckt. Ich muss irgendwie... Unautorisierte Exkursionen in die Sperrzone außerhalb der Bahn. Ich würde sagen, wir springen da jetzt einmal mal runter, oder? Erstmal auf die mittlere. Meint ihr, dass da komme ich so hin? Das sieht aber nicht so aus, als komme ich da hin. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich sterbe, wenn ich da ganz runter hüpfe. Irgendwie. Ich traue mich noch nicht so richtig. Drum gehen wir noch mal hier rüber. Ob das jetzt langt? Pass mal auf, ich gehe direkt. Siehst du? Oh, oh, oh. Naja, okay, hätte trotzdem gelangt. Gut, aber wir sind hier unten. Oh, hier ist schon warm dort, ne? Warum denn? Mir kommt es zwar so vor, als war ich hier schon mal. Mal wieder. Aber das ist halt das Doom-Phänomen, ne? Komme ich da jetzt irgendwie ganz leicht? Guck ich an. Aber mir war so, oh, als, ey, ohne Scheiß, wir waren doch hier auch schon mal. Also jetzt nicht, als das Level noch ganz war, ne, das Level ist ja hier quasi Backtracking gerade, aber... Habe ich das hier nicht auch schon alles blau gemacht? Warte mal, vielleicht ist ja dann hier irgendwo Classic, 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 Classic... Wir jetzt gleich herausfinden. Es tut mir leid, dass ich gerade schon wieder so oft auf die Map gucke. Das ist für Zuschauer immer ein bisschen schwierig, weil ihr ja nicht wisst, wann ich die M-Taste drücke und dann ploppt es einfach so auf, ne? So zack. Ohne dass ihr was dafür könnt. Super Health, okay. Und da ist dann noch so ein Chip. Das ist die Frage. Wir checken jetzt erstmal hier den hinteren Bereich, ne? Hier, so nicht mal vor. Ah, ich hab dich gehört, du blödes Vieh, ey. Zack. Achso, den hätte ich ja... Oh. Waffenpunkt erhalten. Oh, ist das hier überall neblig. Also hier hätte ich mir jetzt super einen Schalter vorstellen können für so ein Classic-Level, aber nee.
Ja, das war's dann aber auch tatsächlich für ihn, ne? Und weiter geht's jetzt hier nochmal. Hier ist nochmal Money. Meint ihr, hier ist Klassik? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ist natürlich die Frage, vielleicht ist ja der Schalter genau da, wo er beim letzten Mal auch war, ne? Als wir schon mal in diesem Level hier waren. So, das kickt mich jetzt wahrscheinlich zu weit hoch, oder? Das könnte doch irgendwie nach Klassik aussehen, ne? Hier gehen wir runter. Aber ich fürchte, das ist eine stinknormale Tür. Scheiße. Jetzt gibt's hier noch nicht mal was. Hier gibt's ja gar nichts. Das ist ja eine Sauerei hier, ne? So, dann müssen wir jetzt auf die andere Seite mal gehen. Neblig hier. Ganz schön doll neblig hier. Wie soll ich denn hier? Hinter mir oder was? Oh, das ist aber hier. Alter! Aber das war doch jetzt nicht der Imp, oder? Ich hatte doch noch fast 100 Leben. Krasse Scheiße. Ich glaube, ich habe da irgendwie einen Double-Hit gerade bekommen. Der Imp hat mich beschossen und noch irgendwas hat mich getroffen. So, und jetzt haben wir hier nämlich wieder die Misere. Oh, jetzt stehe ich hier oben. Ne, ich stehe da unten. Und jetzt muss ich wieder alles einfärben hier. Das ist... Das war mal schnell. Gefunden haben wir ja eh nichts, ne? Heilung, ja... Warte mal, da kann man ja auch lang, sehe ich jetzt erst. Erst machen wir hier alles blau. Dann kann ich ja hier hoch. Gut, jetzt sind wir natürlich in einem anderen Bereich. Jetzt könnte ich irgendwie austesten. Ich da aber nicht so ohne weiteres nach oben. Oh, Menno. Vielleicht hier. Jene, die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle da. Arbeiten wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Ja komm, echt jetzt? Ich hab jetzt gedacht, da geht's halt einfach rüber. Da geht's auch. Das ist ein Doppeljump, nur voll ausnutzen, ne? Ah. Guck mal, wie der aufsteht. Zack. Zack. Natürlich ist gerade einer auf mich geschossen. Hundesohn, du! Oh, das machen wir aber hier. Zack! Nochmal die Rakete. Oh, ja, ja, ja.
gucke ich falsch. Ich weiß gar nicht warum. Was ist denn los? Fällt mir gerade nicht so. Ah! Ab! Da nehme ich wieder. Hundesohn! Jawoll! Das ist halt so geil irgendwie. Da hast du halt so einen fetten Impact. Ja, und jetzt haben wir hier auch alles blau gemacht. Ne? Geil, oder? Give me a lever. Manu. Ja, was hat denn hier dieser Ort für eine Bewandtnis? Hier stellen sie mir sogar Gegner hin, ja? Und dann bist du hier fertig und dann kriegst du hier gar nichts. Aber hier ist auch kein Schalter. Hier ist ja dann auch nichts, wo dann das Classic-Level sein könnte. Gut, also geht's wiederum da unten weiter, ne? Zap, zap. So. Da liegt auch noch irgendwas zum Aufsammeln. Ich habe immer noch diese chronische Munitionsarmut, ne? Das ist für sie. Hätte vielleicht doch Munition skillen sollen und nicht für sie. Jetzt kann ich links und rechts, ne? Mhm. Bereich geflutet. Okay, dann ist das wahrscheinlich auch nicht der Klassik-Scheiß hier, oder? Das ist nicht hoch. Ach, ich hätte so gerne einen Plan, was ich hier tue. Planlos sein ist immer scheiße. Aber was hast du davon, ne? Warum gewöhnt man sich das an? Blind Let's Play. Mann, Mann, Mann. Da wirkt man immer so realistisch, ne? So verplant und dumm und gar nicht mehr wie so ein Spielgosu, ne? Sondern eher. Aua. Okay, von hinten, ne? Nee. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Plasma, Plasma. Mann, ich hab den gerade betäubt. Nein, ach du bist doch ein dicker Klops. Muss hier mal wieder auf meine Wortwahl aufpassen, ne? Ach Mann, ehrlich jetzt. Ey, wenn ich jetzt hier den ganzen Scheiß... Ja. Oh. Alter, wegen so einer scheiß Fleischkugel. Wie heißen da diese komischen Klopse aus dem Ikea? Ja. Was Besseres ist da doch nicht. Ja. Soll ich bei Ikea bewerben? Kann er verspeist werden als Fleischkugel? Zeigt der Fleischkugel gleich mal, wer hier der Chef ist. Noch ein. Oh nee. 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 Ich brauche nochmal. Okay. 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 Ich hab's überlebt. Okay. Ich hab jetzt ein bisschen schwitzige Hände gerade. Gut. Jetzt gehen wir mal darüber. Ne? Mit meinen 66 live dürfte ja eigentlich nichts passieren. Und warum ist das hier schon wieder so neblig? Ich hasse Nebel. Also im Nebel findet man keine Schalter. Das ist halt das Problem, ne? Wir sind ja hier, um Schalter zu finden. Na, fuck. Tja. Ja, also, hat jetzt jemand mal Vorschläge und Ideen?
Ja, wahrscheinlich nicht. Solange wir nicht alles abgelaufen haben, ne? Ich sollte diese Frage erst stellen, wenn alles blau ist und nicht mehr grau. Dann, so, ich hüpfe da nochmal schnell runter, weil das war ja auch noch grau. Und dann sehen wir mal zu, dass wir irgendwo einen Checkpoint finden. So, gut. Hier kommen wir jetzt irgendwie wieder rüber, ne? Jetzt wäre es natürlich... Das ist natürlich langsam schon kompliziert. Wo soll denn das Classic-Level dann sein? Und wie komme ich da hin? Erstmal, indem wir hochgehen, ne? So? Nee, das kann es nicht sein. Das war ja auch da drüben. Hilfe! Wie lang? Ja, eigentlich irgendwie genau hier links von mir. Mal gucken. Da wollen wir eigentlich hin, ne? Das ist aber... Na, kann man von da drüben dann da hinspringen? Oder soll ich... hier so runter gucken? Nee. Lappt da auch nicht drüber. Wie kommt man denn da jetzt schon wieder hin? Hier haben wir keine Chance. Das schaffe ich niemals. Und wenn ich jetzt sterbe, ist der Checkpoint wieder weg und dann muss ich wieder alles einfärben, ne? Ach, das ist doch schon wieder alles hier. Was kann man denn hier noch machen? Feuer angucken. Rüstung einsammeln, das war's aber auch hier dann wieder. Irgendwie ist die Performance heute nicht so schön. Ich weiß nicht warum. Da von hinten ran, das kommt mir so komisch vor. Ich weiß nicht, ich probiere es jetzt. Oh! Oh, jawohl. Geil. So, und jetzt? So, aber dich. Dankeschön. So, und jetzt muss ich aber wahrscheinlich irgendwie wieder zurück, wa? Scheiße. Oh nein. Habe ich mich jetzt hier selbst ausgenockt? Obwohl, ich kann eigentlich doch darüber. Ach, siehst du, von da hätte man einfach hierher springen können, ne? Jetzt sehe ich es erst. Ist aber auf der Map jetzt nicht so gut nachvollziehbar. Gut, dann gehen wir mal darüber. Dann können wir da nämlich hochspringen. Und den langen Gang da auch noch mitnehmen. Dann habe ich eigentlich alles. Und dann muss ich mal den regulären Level weitergehen. Laut Erkundung habe ich alles. Oh, schon wieder.